Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht schon, dieses Mal geht es um den E4, einer der beiden 10er TDs der Amis. Und dadurch ich ja eher so der Mobilitätsfreund bin, habe ich nur den E4 und nicht den E3. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wen ihr besser findet oder ob sich der E3 wirklich lohnt. Da habe ich beim SEMA aufgehört, beim T25RT. Ich weiß nicht, die waren mir einfach zu langsam. Da hat es mir einfach irgendwie gefehlt an Bewegungsmöglichkeiten. Und ja, wir gucken uns zuerst mal hier die Kanone bei dem an. 155mm Kanone natürlich. 295 Pen auf AP ist schon ziemlich böse auf jeden Fall. Und 375 auf der APC und halt einen Standardschaden von 850, das ist schon eine ordentliche Ansage. Die HE auf dem E4 ist auch nicht schlecht, sollte man nicht vergessen. 90 Durchdringung ist auch ganz schön viel und 1100, das ist ein ordentliches Brett. Vielleicht werden einige von euch auf PC-Winge so unterwegs sein oder WoT auf PC verfolgen. Da werden einige wahrscheinlich auch Mailand kennen und der hat ja auch eine Runde über den E4 Only HE gemacht und da hat er auch Bretter rausgehauen mit der HE, also die lohnt sich wirklich mitzunehmen, ein paar Schuss, weil die tut ordentlich weh. Die Kanone 2,9 Sekunden Einzielzeit geht und 0,37 Genauigkeit ist jetzt nicht so die Welt, aber sie trifft schon ihre Schüsse, also ist schon auf jeden Fall machbar mit ihm zu snipen, ist jetzt nicht so ein RNG-Tank wie der Kinderwerfer, der trotz eingezielt mal voll daneben schießt. Aber gut, irgendwo müssen die halt auch gebalanced sein. Ja, und was gibt's sonst noch? Gucken wir uns mal das Panzerungsmodell an. Ihr seht schon, der Turm, also die Kanonenblende ist krass stark gepanzert. Und der Knick so Ober-Unterwanne, so die ersten paar Meter sind auch noch extrem hart. Die Unterwanne dann nicht mehr so stark mit 120mm ist dann eher so lala, da schießt euch eigentlich alles mit durch. Die Oberwanne kommt dann so mit 190, glaube ich zumindest jetzt richtig gesehen, ja, 190 genau. Und der Turm, die Seiten 160 nur und oben der Gepoler. Und das ist eigentlich auch so, der Gepoler wird ziemlich oft gepennt. Da kann ich euch nur einen kleinen Tipp geben, nachdem ihr geschossen habt und wenn ihr nicht wirklich viel Deckung habt, reißt die Kanone nach oben. Weil wenn ihr die Kanone nach oben zieht, tut ihr dem Gegner somit den Schuss auf den Weakspot oben erschweren noch mehr. Und da könnt ihr wirklich einiges noch abwehren. Und mit der Unterwanne müsst ihr wirklich dann aufpassen. Den Turm könnt ihr auch eigentlich relativ gut anwinkeln. Ihr seht schon 160mm, die kann man eigentlich schon im guten Winkel hier mitsetzen. Und vorne habt ihr ja 230 so die Kanten hier da halt. Was euch auch ziemlich zum Verhängnis werden kann, ihr seht schon, wenn wir nach oben gehen. Ja, die Arti. Ihr habt da nicht wirklich 94mm Dach, da kackt euch jeder Arti rein und hinten auf dem Motorblock habt ihr sogar nur 50. Also da ist auch mal ein Motorbrand ziemlich schnell gewährleistet. Ja. Ich fahre den Panzer mit Ansetzer, Richtantrieb und Lüftung, um das Gunhandling noch einmal zu bessern, die Lüftung und dann eben Richtantrieb und Reload nochmal. Meine Mannschaft hier drauf ist schon eine relativ gute, ist auch einer meiner ersten 10er Panzer gewesen. Ist jetzt nur längere Zeit in der Garage gestanden, wirklich. Also den habe ich in den letzten Wochen erst wieder rausgekramt. Der steht schon ein wenig länger hier. Ja, und ich würde sagen, wir gehen dann halt mal direkt in die Runden rein. So, wir sind in der ersten Runde. Begegnungsgefecht auf Tundra. Haben einen, ja, 10 9er Lobby, ein paar 8er noch. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit zum Cap fahren direkt. Und da unten ein bisschen Schaden austeilen. Ein bisschen aufpassen wegen der Arti.
viele kommen jetzt hier natürlich auch nicht mit, wenn ich das sehe. Aber gut, beim Gegner fahren auch einige Richtung Hill. Nur, dass wir den besseren Spawnpunkt dafür haben. Sollten unsere Jungs dort eigentlich schaffen. Was haben wir hier schon mal in Chieftain? Das ist natürlich eigentlich ein sehr dankbares Ziel. Wenn ich ihn jetzt dann richtig treffe gleich. Dann ist er eigentlich da hinten. Ja. Ich sehe. Bewege mich gleich mal weiter runter an Cap. Hier kann mir auch zu sehr die Arti mit her schießen. Ja, der 4400 gibt uns eine HE. Okay. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen wegen der Arti, die wird uns, denke ich, mal auch gesehen haben jetzt. An den Chieftain kommen wir leider nicht ran. Den sollte der Scout jetzt eigentlich auch machen können. Aber der Stritzwagen macht's. So, jetzt fahren wir zum IS-4 hier mit runter. Da gibt es einiges zum Abschießen. Da haben wir noch ein WT auf E zum Beispiel. Auch ein sehr schönes Ziel für ein E4. Hier eine 930 mit einer HE hätte ich ihn jetzt vielleicht sogar gehighrollt. Ich hatte jetzt leider noch die AP drin und wollte nicht extra umladen. Der wird sich das jetzt aber zweimal überlegen, ob er da nochmal rumpiekt. So, jetzt würde ich hier den 4400 eigentlich rausnehmen. Oh, da ist noch ein E100 oben. Ja, IS-7, du kannst auch mal ein bisschen weiter vorne bleiben. Ah, Mann, ey, ist doch schon wieder so richtig zum Kotzen hier. Er trackt den E100 nur. Boah, ich schieß daneben, er bei uns an mir, Alter. Was ist das denn jetzt gewesen, bitte? Ja, IS-4, jetzt zeig mal, was du kannst. Nicht viel, so wie es aussieht. Ja, die Arti, Alter. So, haben wir dann erstmal einen Brand gesetzt, aber er trifft uns halt auch hart. Weiß nicht, was die IS-4 hier dafür einen Job hat, wenn sie nichts macht. Mir noch nicht so ganz aufgegangen, aber wenn er meint, dann soll er hier der Alena machen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf hier. Zumal die Arti dort auch richtig gut hersplashen kann. Versuchen wir jetzt hier vielleicht erstmal den WTF da hinten rauszunehmen. Hier erstmal beim Typ 4 Heavy in die Seite. Ja, läuft. Viel haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Kinderwerfer ist auch nicht mehr viel übrig. Jetzt haben sie noch ein WZ und ein WT. Die habe ich beide noch nicht gesehen. Da hinten steht der WZ. Und hier ist WT und hier steht der WZ. Der scheint AFK zu sein. Nehmen wir natürlich dankbar mit jetzt den Brand. Ja, die Arti gibt uns natürlich noch ein Brett und er fackelt halt auch nicht ab.
könnte ihn jetzt auch rammen, aber ist mir jetzt zu lange hier. Wir sind ja auch nicht der schnellste mit dem W4. So, jetzt halt die Frage. Alter. Das war ziemlich frech, mein Freund. Ja, war jetzt nicht so die krasse Runde. 4000 Schaden nur gemacht. 7 Schuss abgegeben, 6 penetriert. Ja, geht schon. Ich würde sagen, wir gehen dann halt mal in die nächste Runde. So, Freunde, wir sind in der zweiten Runde auf Polargebiet. Mal ein bisschen Abwechslung hier wieder. Oh, kleine 10er Lobby. Jetzt bin ich mir natürlich nur nicht ganz sicher, wo ich hier hinfahre am besten. Ich meine, ich könnte dort drüben die Heavys abfangen, aber so viele haben die jetzt auch nicht. Ich werde mich jetzt erstmal oben auf die Sniper-Position stellen. In der Hoffnung, dass mir das 140er was aufmacht. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass der 140er durch den Graben vorfährt, aber das macht er jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die gesehen haben, dass die ja schon geschossen haben. So, jetzt könnte ich mal einen Spot gebrauchen. CDC. Da sind schon Heavys durch. Ich könnte jetzt natürlich probieren, damit vorzufahren. Ich bin noch nicht offen. Vielleicht können wir dem KV4 da eine einschenken. Genau so ist es auch. Muss man aber hier auch schnell zurückfahren. Weil hier hat schon jemand blind hergeschossen. Aber wie es aussieht, haben die auch keine Scouts groß, also keine Panzer, die viel aufmachen können. Können wir hier eigentlich gerade nochmal einen Schuss setzen, jetzt sind wir aufgegangen auch. Muss man halt aufpassen wegen der Arti mit. Nochmal jetzt hier hoch zu pieken ist halt sehr gefährlich. Ich würde jetzt gerade schon mal auffahren, es muss jetzt sehr schnell gehen. Und da haben wir nämlich auch schon die Kelle gefressen. 800. Haben dafür den VKB rausgenommen. War jetzt kein guter Trade. Die 800 hätten wir wahrscheinlich noch gebrauchen können. So. Dadurch, dass jetzt nicht mehr so sehr klappt. Drüben steht auf jeden Fall was auf dem TT-Hügel. Muss man jetzt. Jetzt wäre ich hier fast runtergefahren, jetzt hat jemand natürlich die Grille aufgemacht. Jetzt können wir uns vielleicht revanchieren. Die Grille da nochmal aufgeht, das wäre jetzt natürlich sehr nett. Jetzt ist er nochmal aufgegangen, aber sie fährt auch direkt zurück. Können wir hier unten vielleicht unseren Jungs mal fix helfen, während die zurückgefahren ist. Auf die ISO zum Beispiel hier da. Wenn die jetzt immer wieder aufgespottet wird, können wir hier eigentlich ganz gut arbeiten. Unseren Jungs dort den Durchbruch mitmachen. Ja, die Torte, ich weiß jetzt nicht, was die Torte davor hat. Gefällt mir auf jeden Fall. Nehme ich mit. War jetzt auch ein ziemlicher Glücksschuss. Aber ein bisschen RNG gehört ja dazu. Oh, jetzt haben wir hinter uns ein Motherland. Soll jetzt vielleicht nicht so mit dem Heck
natürlich nicht so geil, dass der Motherland hier so weit vorne ist. Ja, und der Schuss geht natürlich auch drüber. Warum soll der jetzt auch treffen? Wir haben die anderen Snipe-Schüsse ja alle getroffen. Der musste jetzt daneben gehen. Das ist laut Statistik vorgeschrieben. Steht jetzt da halt auch für mich komplett hinter diesem Scheißstein. Das ist nicht gerade cool. Vielleicht kommt er da jetzt gleich vor. Das wäre jetzt sehr nice. Boah, hallo! Weiß nicht, was er dazu sagt. Gefallen hat es ihm bestimmt nicht. Oh, sorry. Habt ihr jetzt nicht gesehen? So, jetzt können wir hier oben eigentlich gut arbeiten, aber die haben sie alle zurückgezogen auf da hinten. Jetzt kriegen wir hier auch nicht mehr so viel ab. So, ich werde jetzt hier mich runter droppen. Oh, ohne Schaden zu verlieren. Easy game. Das kann er. Aber nicht immer. So, ich glaube, wir kriegen da nicht mehr wirklich viel ab von denen. Aber wir probieren es einfach. Der Wille zählt. Foch geht jetzt direkt ins Gericht mit dem CDC. Aber der CDC stellt sich gar nicht mal so dumm an. Nur die Foch ist halt auch nicht ganz langsam. Hallo? Ja, war eine schnelle Runde. Großkaliber 5400 Schaden. Gunmark sogar ein bisschen hochgebracht. Ja, 8 Schuss abgegeben, 7 getroffen. 78 Unterstützungsschaden, der hat es auf jeden Fall fett gemacht. Der war unbedingt wichtig. Ja, waren jetzt nicht so die Bombenrunden. Aber mit dem E4 bin ich halt auch extrem vorsichtig, weil manchen Runden, da bounce du sonst was weg. Und in anderen Runden, da bist du einfach nur aus Pappe, da macht jeder Achter dich platt fast. Also weiß nicht, vielleicht stelle ich mich auch manchmal noch zu blöd an. Aber eigentlich sollte ich genug Erfahrung auf dem Tank haben. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein richtiger RNG-Tank. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich auch über ein Abo riesig freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Panzer. Haut rein!